zu Teil dieses Derby zu leiten. Von links nach rechts Rapid in diesen ersten 45 Minuten, die 296. Auflage des wohl brisantesten Duells in Österreich hat begonnen. Markus Katzer und Suma. Sonnleitner mit dem Pass nach vorne. Ja, und dann eine harte Attacke von Yasin Pelivan. Gelb verdächtig, aber Harald Lechner wollte wohl nicht gleich nach wenigen Sekunden hier die erste Bestrafung aussprechen, aber da hätte schon Geld gegen können, gegen Stankovic, das Foul von Pelivan. Also aus meiner Sicht Lechner in dieser Situation zu nachgiebig mit Pelivan. Klar, dass Rapid hier über den Kampf ins Spiel kommen will, kommen muss. Rapid, das Team mit den meisten Zweikämpfen in dieser Liga, mit einer sehr harten Gangart. Auf der anderen Seite die Austria, die ja zu Recht von vielen als spielstärkste Mannschaft gelobt wird, die es auch hier heute natürlich versuchen wird, mit vielen Pässen zum Erfolg zu kommen. Zuma erklärt. Und vorne Mützig Hamdi Salihi. Hat einen Schlag abbekommen von Manuel Ortlechner, der sich gleich entschuldigt beim Albaner. Faire Geste. Die Stimmung ist wie immer ziemlich explosiv bei einem Wiener Derby. Wir hoffen, dass es sich in Grenzen hält mit den Freudenfeuern. Foul von Emir Dilava. Für ihn natürlich extrem wichtig, wie er hineinkommt in dieses Derby. Katzer, Drazan. Ja, nicht schlecht gemacht von Markus Katzer. Der Ball bleibt bei Grün-Weiß. Rapid ja mit großen personellen Sorgen ausgestattet. Da fällt ja nicht nur Kavlak aus, Dober und dann auch die gesperrten Häkkinen und Kaihan, sondern da hat sich auch noch René Gartler böse verletzt. Gestern im Training komplizierter Unterarmbruch. Und die verbleibenden Spieler, die haben jetzt den ersten Eckball rausgeholt. Chefsache. Hofmann nicht optimal getreten, Lindner war da noch dran. Auch keine perfekte Abwehr, aber Sonnleitner hat diesen Ball nicht gut verwerten können. Roland Linz und dann Junusovic, der Ruhe wieder reinbringt ins Austria-Spiel. Suttner. Aufmerksam von Suma, aber Jun setzt gut nach, da ist Roland Linz und da ist der erste Torschuss in diesem Spiel. Keine schwierige Prüfung für Helge Payer zwar, aber der erste gute offensive Auftritt der Austria. Jun mit Übersicht und Roland Linz fackelt da nicht lange, hätte natürlich auch abspielen können, schrägstrich müssen, denn da war Nasser Parasit ziemlich frei gewesen im Strafraum. Hat sich da auch zu Recht geärgert, dass Linz in dieser Situation etwas zu egoistisch war. Schusschance war zwar gegeben, aber nicht optimal. Und der nächste Anlauf in Violett. Stankovic. Stankovic, die Reingabe ist
etwas misslungen und Rapid versucht sich zu befreien. Das gelingt auch, weil Ort Lechner den Ball auf die vollbesetzte Tribüne schickt. 13.100 passender rein sind natürlich auch gekommen. Stankovic. Er sieht gegen zwei, auch gegen Pelivan. Der war da wieder sehr aggressiv, aber diesmal ohne Foulspiel und erfolgreich. Drazan, schlechter Pass. Gulowitz. Zum ersten Mal in diesem Jahr in der Startformation. Stefan Gulowitz. Immer wieder mal gebracht in einem Wiener Derby. Und es gibt die zweite Ecke für Rapid. Klein wird noch des Öfteren in diesem Spiel auf Christopher Drazan treffen. Der natürlich hier Hofmann den Ball überlässt und die kurze Ecke anvisiert. Wieder Hofmann. Otto Franke war am Ende dann etwas zu weit. Keine Chance für Prokopitz, da ranzukommen. Zlatko Junuzovic wagt es, die Farbe Grün auf seinen Schuhen zu verwenden. Ja, der torgefährlichste Mittelfeldspieler in dieser Saison in der Liga. 7-mal hat er schon zugeschlagen. Junuzovic. Und dann sehr aufmerksam von Barasic, der hier nachsetzt und Sonnleitner den Ball noch mal weggenommen hat. Aber erneut Yasin Pelivan. Sonnleitner, da hätte er eigentlich mehr Zeit gehabt. Knallt den Ball aber nach vorne. Pelivan, keine Chance für Hofmann, den Ball für Rapid im Spiel zu halten. Das war auch ein gelbwürdiges Foul oder Vergehen von Suttner gegen Hofmann. Strenger Blick von Harald Lechner. Ein Schiedsrichter, der ja an sich doch recht viel durchgehen lässt, der zumindest selten nur einen Spieler ausschließt. Zwar wieder kein genauer Pass von Drazan, aber es führt zu einem weiteren Foulspiel und das ist natürlich eine Geschichte, die oder auf die Kielerer aufpassen muss in dieser Begegnung, dass er da nicht übermotiviert agiert bei seinem ersten richtigen Auftreten für Violett in der Liga. 8 Minuten gegen Wiener Neustadt gespielt, aber was ist das schon im Vergleich zu einem Startelfdebüt beim Wiener Derby? Hofmann. Zugunsten der Austria entschieden, Abstoß. Markus Katzer, der ja einen ganz guten Freund auf dem Feld hat, auf der gegnerischen Seite mit Roland Linz. Seit gemeinsamen Admira-Zeiten verbindet die beiden Herrschaften eine Freundschaft. Dilava, Junuzovic. Also ganz klar, dass Dilava die Sechserposition einnimmt, Junuzovic etwas offensiver orientiert ist. Von Junuzovic, Pelivan und Hofmann. Geht vorbei an Suttner. Doppelpassversuch mit Prokopitz.
Schwarzberger. Kulowitz. Drazan Kulowitz. Aber da konnte Drazan natürlich nicht mehr rankommen. Zuletzt der linke Mittelfeldspieler ja wieder in guter Form befindlich. Mit einigen dynamischen Antritten hat er da die jeweiligen Gegenspieler teilweise schwindlig gespielt. Kein Foul, sagt Harald Lechner. Gut attackiert von Schimpelsberger. Gegen Stankovic. Lechner vielleicht auch den Vorteil laufen lassen können, aber so gibt es den Freistoß, den Pelivan rausgeholt hat. Schimpelsberger wird die Ehre zuteil. Hat ja auch mal für die Austria gespielt. Im Nachwuchs zumindest. Er ist dann über Salzburg nach Holland ging zu Twente. Salihi kommt da gerade mal nicht dran. Ganz wichtiger Einsatz von Ort Lechner, Junusovic und Schimpelsberger spielt den Ball. Aber hat sich der Austrianer selbst ausgespielt. Dileva. Magreiter zurück zu Heinz Lindner. Der 20-Jährige heute in seinem 32. Bundesligaspiel. Auf Kulowitz. So eine typische 1 gegen 1 Situation für Christopher Drazan. Rapid hält hier ganz gut dagegen in dieser Anfangsphase. Bis auf den Schuss von Roland Linz konnte sich die Austria noch keine Chance erarbeiten. Und das ist dem sehr konzentrierten defensiven Auftreten bisher geschuldet von Rapid. Katzer sucht eine Anwerfstation. Kann er gleich noch mal üben. Etwas präziser vielleicht beim nächsten Mal. Hofmann wird dann nicht gefunden. Und jetzt versucht er gegen Junusovic ranzukommen, aber schon vorher unterbunden das Spiel. Stankovic gegen Kulowitz. Der selbst auch gerne austeilt, hier mal einstecken hat zu müssen. Sondleitner, da ist Salihi schlecht entgegengekommen und Junusovic. Thomas Jun und Harald Lechner belässt es wieder nur bei einer Ermahnung.
hat Markus Katzer Glück gehabt. Katzer ja auch schon mit 4 gelben Karten vorbelastet. Wird also bei der nächsten gesperrt. Im Spiel gegen den LASK. Stankovic. Er sieht, der sich des Öfteren jetzt weit zurückfallen lässt, um mehr an diesem Spiel teilzunehmen. Marc Reiter wagt mal den Weg in die Offensive und der sieht bisher sehr gut aus und dann hat er vielleicht etwas zu lange gezögert. Kulowitz dann, der ihn vom Ball getrennt hat. Hofmann. Sieht mit dem gewonnenen Zweikampf. Stankovic hat sich schön gelöst. Das hat Sutton auch gut gesehen. Aber dann in den Rücken der Angreifer gespielt. Und somit Platz für Prokopitz und Rapid. Hofmann. Jetzt in Schussposition, Steffen Hofmann. Erster Torschuss von Rapid. 17. Minute durch den Kapitän, der schon mal torgefährlichere Zeiten erlebt hat, aber natürlich auch, weil er ja so von dieser mühsamen Verletzung geplagt wurde und wohl noch geplagt wird. Er hat 2 Saisontore gemacht, für ihn eine ganz schwache Ausbeute. Letzte Saison ja noch Torschützenkönig geworden mit 20 Treffern. Ortlechner. Suttner. Mal der lange Ball von Suttner. Genau auf den Kopf. Und Zuma. Ja, da kommt Drazan mit Tempo. Marc Reiter, vorher noch offensiv in Erscheinung getreten und da musste eingreifen. Christopher Drazan ist vorbei. Auch da gibt es keine gelbe Karte. Aber Entscheidung geht in Ordnung. Freistoß war es allemal. Nächste Gelegenheit für Steffen Hofmann. Den Ball gefährlich in den Strafraum hineinzuzirkeln. Kann er gleich zum Eckball raustraben. Aber diese Anfangsphase, die kommt Rapid auf alle Fälle zu Pass. Der Tabellensechste schafft es, dass die Austria nur ganz selten mit Tempo und mit dem berüchtigten Kurzballspiel hier vor den Strafraum von Rapid kommt, geschweige denn hinein. Dilaba wagt den Seitenwechsel und hat Glück, dass der Ball ankommt bei Stankovic. Er kommt aber nicht vorbei an Schimpelsberger. Handel für Rapid, die Entscheidung. Das hat wohl nicht nur Markus Suttner andersrum gesehen. Das war diesmal eine klare Sache. Michael Schimpelsberger. Und ein weiteres Foul vom Rechtsverteidiger von Rapid.
Harald Lechner, der ab und an mal vielleicht das Spiel laufen lassen könnte. Peter Parkholz blickt zwar etwas genervt, aber ich bin mir ziemlich sicher, er ist sehr einverstanden, was seine Mannschaft bis dato auf den Rasen zaubert. Sehr kompakt steht die Defensive. Überhaupt kein Raum für die Austria. Und deshalb immer wieder solche Fehler in der Vorwärtsbewegung und dann der Versuch von Rapid zu kontern. Aber aus diesem Konter ist das Tempo auch schon draußen. Pelivan, der sehr aggressiv begonnen hat, sich jetzt etwas zurücknimmt. Konzentriert von Drazan. Stankovic wieder gegen Schimpelsberger und der kennt überhaupt kein Erbarmen. Guter Ball war das von Suma für Drazan. Da war wohl keine große Absicht, da wollte er noch den Ball spielen, aber natürlich war es ein Foul und Lechner muss da eingreifen. Florian Klein, der Dauerbrenner der Austria, hat von 2160 möglichen Minuten 2150 gespielt. Und das zumeist richtig gut. Wieder Schimpelsberger gegen Junusovic, aber diesmal gibt Lechner den Vorteil. Und ermöglicht Stankovic den Angriff aufzubauen. Da war Barasit am Ball, nochmal Stankovic. Fair getrennt vom Ball von Kulowitz. Dilava wird ihm guttun, dieser Pass auf Tomasz Jun. Technischer Fehler. Endlich wieder mal getroffen hat aus seiner Sicht. Peter Parkholz aufgestanden. Sehr konzentriert wirkend, ebenso wie Karl Dagsbacher. Dilava. Der war weniger gut. Suma sieht, dass Hamdi Salihi in Position gelaufen ist. Und da kommt Hans Lindner sehr gut raus. Stankovic schaut wieder diesen Schimpelsberger im Nacken. Aber das Austria-Spiel kommt weiter nicht so richtig in Gang. Vielleicht, weil sich eben Emir Dilava noch nicht alles zutraut auf dieser Position, die ja auch entscheidend sein kann in Sachen Spielaufbau, auch wenn das bei der Austria gern mal die Außenspiele übernehmen. John Leitner war da noch dran. Und Stankovic. Parasit gegen John Leitner. Ja, was der fußballerisch drauf hat, sieht man an dieser Aktion. Aber man sieht auch, dass Rapid weiter ganz nah dran ist, der Mann. Und sehr viele Zweikämpfe auch in dieser Zone für sich entscheidet. Wieder hat Hoffmann versucht, Parasit zu stören. Diesmal ohne Erfolg, aber die Flanke von Suttner viel zu unpräzise. Drazan schickt die Kugel wieder in Richtung Salihi, der es bisher, wie erwartet eigentlich, extrem schwer hat, ins Spiel zu kommen. Aber dafür war es ein schöner Pass von Stankovic auf Junusovic. Zlatko Junusovic. Ärger ist groß.
Den Ball hat er am Schwächeren, am Linken. Tolles Zuspiel von Stankovic. Zuma schlecht gestanden. Zu weit weg von Zlatko Junusovic. Das sind genau die Bälle, die der Rapid-Innenverteidigung natürlich wehtun. Erfolgreich gearbeitet, holt den Einwurf raus für sein Team, der Top-Torjäger-Vorbereiter in dieser Liga mit 9 Torvorlagen. Getroffen hat er eben nach langer Zeit wieder in Innsbruck. Solche Flanken wie jene hier von Florian Klein, die werden Peter Backhol gefallen. Defensive sehr gut, Offensive auch beim Rekordmeister ausbaufähig. Salihi, der auch diesen Zweikampf vielleicht etwas energischer hätte bestreiten können, der in der Luft hängt, kaum Unterstützung bekommt. Gestellt von Kulowitz. Junusovic hat den Freistoß schnell ausgeführt, während noch einmal diese Attacke von Kulowitz gezeigt wird. Aber der schnelle Freistoß hat nichts angebracht. Hat sich die Rapid-Abwehr nicht überraschen lassen. Ganz eng an der linken Seite bei Rapid und da hat auch Salihi den Seitenwechsel gefordert. Markreiter. Nordlechner. Schlimmer Fehlpass von Nordlechner und Pelevan nimmt Tempo auf. Mit links, gar kein schlechter Schuss von Boris Prokopitz. Er wartet noch auf sein erstes Tor für Rapid. Gut eingeleitet von Pelevan. Und dann zum einen wohl zu zentral. Da hätte Lindner keine große Mühe gehabt. Zum anderen eben über das Tor geschossen und deshalb ergo kein guter Schuss von Prokopitz, aber eine passable Gelegenheit für Rapid. Nordlechner wählt diesmal die leichtere Passvariante. So, wer übernimmt jetzt mal Verantwortung? Beim Spielaufbau Suttner zunächst, Stankovic, Dilava, Ortlechner und Markreiter, der ein paar Meter nach vorne machen kann. Wer kommt entgegen? Thomas Jun. Nette Idee, aber nicht aufgegangen, diese Körpertäuschung. Hereingabe von Katzer war wohl auch etwas anders gedacht. Aber so richtig schnell schaltet die Austria auch nicht um von Defensive auf Offensive. Da kann sich Rapid in aller Ruhe neu sortieren. Dilava.
Auch Marc Reiter hier in Schwierigkeiten gewesen. Dem Austria-Spiel fehlt die Kreativität. Den Fans fehlt es nicht an der Begeisterung hier bei diesem 296. Wiener Derby. Ausverkauftes Haus, aber noch wenige Torszenen, aber jetzt mal eine heftige Mahnung zumindest von Harald Lechner und dann doch mal die gelbe Karte. Emir Dilava, den hat es da übel erwischt. Ja, Markus Katzer kann also im nächsten Spiel zuschauen. Fünfte gelbe Karte für ihn. Einmal war er schon ganz knapp dran und das war eine richtig böse Attacke und hat mit Sicherheit ordentlich wehgetan. Fast schon erstaunlich, dass Dilava da weitermachen kann. Er hat sich kurz geschüttelt, wieder aufgesprungen und spielt weiter, als ob nichts gewesen wäre. Langer Ball von Jun. Und das war mal gut verarbeitet zuvor von Linz und dann Junusovic. Parasit setzt nach, wird gestoppt von Kulowitz. Ganz stark die Ablage von Roland Linz für Zlatko Junusovic. Zuma wieder einmal zu langsam, genau den Schritt zu spät. Helge Payer höchst aufmerksam. Skurzeck zugemacht, muss er halten. Dennoch gute Aktion von Helge Payer. Die zweite gute Gelegenheit für Zlatko Junusovic. Ein Fehlpass von Hofmann auf der anderen Seite. Zuma. Kulowitz, Pelevan. Hitz setzt da noch einmal energisch nach, bekommt den Ball retour. Nächste Flanke von Katzer, die misslingt. Und dann muss Sonnleitner diesen Ball wegschlagen. Ist ihm aber nicht besonders gut gelungen. Zuma vor Jun. Markus Suttner. Wieder so ein Einsatz von Pelevan. Und Sonnleitner, der ziemlich sauer ist, hat da angezeigt, dass da auch mit dem Ellbogen gegen ihn gearbeitet wurde. Mario Sonnleitner. Zunächst der Rieseneinsatz von Pelevan. Von Sonnleitner gegen Stankovic. Junusovic. Schlechter Freistoß. Schüttner und den hat Jun noch. Da wäre Marc Reiter im Zentrum und begeht ein Stürmerfoul. Ein Offensivfoul aus Sicht von Harald Lechner. Hat auch ja, leicht geschoben gegen Schimpelsberger, kann man schon so sehen. Jürgen Markreiter. Das Siegtor gegen Rieter zielt.
Zuma. Ja, Boris Prokopitz wird auch immer wieder sehr schnell vom Ball getrennt. Noch nicht in der Innsbrucker Form befindlich. Parasit, fein gelöst, aber am Ende gelangt der Ball zu Rapid. Die Fans sind sauer, haben da einen Foul an ihrem neuen Liebling gesehen. Aber Lechner hat das anders bewertet. Pelivan. Hofmann. Kaum eingebunden im Spiel bisher. Schimpelsberger traut sich mal einen offensiven Laufweg zu. Wird auch belohnt. Hat er toll gemacht, Schimpelsberger. Hofmann weniger. Schimpelsberger, der im Rückspiegel Hofmann gesehen hat, per Ferse dann das Zuspiel. Und dann diese Hofmann-unwürdige Flanke. Das war der erste Versuch von Rapid, über die rechte Seite gefährlich zu werden. Bisher ging ja fast alles über links. Zumeist Katzer, der versucht hat, gefährlich zu flanken. Beim Versuch ist das bisher geblieben. Schimpelsberger zurück zu Helge Payer. Der Rechtsverteidiger, der junge Mann, heute bei seinem Debüt also bisher mit einer sehr ordentlichen Leistung. Aggressiv im Zweikampf verhalten. Jetzt hat er sich auch mal in die Offensive sehenswert eingeschaltet. Der zeigt also überhaupt keine Derby-Nervosität. Traut sich auch diesen langen Ball zu, der nicht schlecht war. Für Salihi kein Handspiel, sagt Lechner. Tarzan. Da war es schwer für Kulowitz, Hofmann nochmal anzuspielen. Deshalb die leichtere Variante auf Schimpelsberger. Und Rapid hält hier lange den Ball in den eigenen Reihen. Auch das ein gutes Mittel aus Sicht der Grün-Weißen. Hier zum einen noch besser reinzukommen ins Spiel. Zum anderen natürlich den Ball vom eigenen Strafraum wegzuhalten. Die Austria hat Schwierigkeiten, in die Zweikämpfe zu kommen. Schimpelsberger. Dann wieder Helge Payer. Rapid hat auch überhaupt keinen Grund dazu, das Spiel schnell zu machen. Ja, Salihi macht weiter. Überhaupt keinen Stich. Jung. Links Stankovic. Das war ein schöner Pass von Stankovic auf Suttner. Flanke zu weit. Auch zu weit für Jun. Suttner, der Marin Leovac fast schon vergessen gemacht hat, der dieses Duell seit geraumer Zeit für sich entschieden hat. Der sich auch spielerisch gesteigert hat. Aber ab und an misslingt dann immer noch so eine Flanke. Hab doch nichts gemacht, Stefan Kulowitz. Eine missverständliche Geste von Harald Lechner. Ja, bisher hat der junge Schiedsrichter nicht viel falsch gemacht. Die Spieler machen es ihm aber noch nicht allzu schwer. Zlatko Junusovic. Gut abgewehrt von Schimpelsberger. Dann wird Hofmann beinahe nochmal angespielt von Markreiter. Kein Abseits. Stankovic. Und das Foul von Dilava. Freistoß. Rapid. Ja, der Schuss von Stankovic, der wäre wohl nicht schlecht gekommen. Salihi hätte gerne den Ball von Helge Payer, da muss er aber ein paar Meter
in Richtung des Torwarts zurücklegen und kommt auch hier nicht zum Zug. Suma. Stankovic, Parasit löst sich. Aber wie löst er diese Dribbling-Aufgabe? Sonnleitner mit dem Tackling-Spiel geht aber weiter und Dilawar kann aus dieser Situation nicht das Optimum rausholen. Jun. Gedacht für Roland Linz. Nochmal Jun. Dilawar. Florian Klein konnte auch noch nicht die Akzente setzen über rechts. Drazan. Prokopitz hat da wieder zu lange gebraucht, um den Ball richtig gut zu verarbeiten. Sauberes Tackling von Suma. Hofmann, Prokopitz, auch hier Probleme bei der Ballannahme. Zumindest findet er noch einen Mitspieler in Yassin Pelevan. Pelevan. Schöner Haken, Pelevan! Super Aktion von Yassin Pelevan und großes Pech beim Abschluss. Da hat er nicht wirklich viel falsch gemacht. Aber das Zweikampfverhalten auch von Jun und Suttner, alles andere als Tabellenführer würdig. Das war fast ein Elfmeter aus dem Spiel heraus. Da hat er sich die Ecke aussuchen können. Yassin Pelevan. Einer der besten bei Rapid bisher, nicht nur aufgrund dieser Aktion, sondern auch aufgrund seiner Zweikampfstärke. Ballverlust von Hofmann. Ja, bekommt den Ball freundlich wieder zurückgespielt von Nasser Parasit. Noch ist allerdings kein großer Unterschied zu erkennen hier bei diesem Derby zwischen dem Tabellenführer und dem Tabellensechsten. Weil Rapid extrem kompakt agiert, viele wichtige Zweikämpfe gewinnt und zumindest ab und an mal auch die Entlastung sucht. Pelevan auf Hofmann. Die Austria steht jetzt extrem tief. Ganz ungewöhnliches Bild und schön langsam rücken sie jetzt wieder raus. Ja, die Flanke war schon etwas besser. Christopher Drazan. Ball von Sonnleitner. Die letzte Minute der ersten Hälfte läuft. Die Austria läuft der aktuell eigentlich ja sehr guten Form hinterher in diesem Spiel. Junusovic. Suttner, der hat einen sehr guten Schuss, aber nicht immer einen platzierten. Stankovic mit Übersicht direkt weitergeleitet zu Markus Suttner. Dieses direkte Passspiel viel zu selten gesehen bei der Austria hier in dieser ersten Hälfte. Salihi endlich mal wieder ein Ballkontakt für ihn. Aber einer ohne große Wirkung.
Harald Lechner pfeift überpünktlich diese erste Hälfte ab. Aus seiner Sicht ist sie gut gelaufen, aus seiner Sicht nicht, aber Rapid wird mit diesem Spielverlauf bisher viel besser leben können. Yasin Pelevan hat nicht nur viele Zweikämpfe gewonnen, sondern auch eine tolle Chance gehabt. Emir Dilava, der da noch Anweisungen bekommt von Georg Markreiter. Ja, mit einem durchwachsenen Debüt. Einige Fehler waren da auch mit dabei, hat sich noch nicht allzu viel zugetraut und vielleicht auch deshalb das Austria-Spiel noch nicht so richtig in Gang gesetzt worden. Einzig Junuzovic konnte sich zweimal so richtig in Szene setzen und hatte zwei gute Torschussgelegenheiten. Stankovic hatte auch gute Momente und hat jetzt einen Interview-Moment bei Jörg Kühne. Ja, wie viele gute Ideen gegen Rapid sind denn heute Marko Stankovic nötig und wie viel davon hatte man schon? Ja, ich hoffe, dass wir zweite Halbzeit ein bisschen mehr Ideen haben. Erste Halbzeit, Rapid ist sehr gut gestanden, war taktisch perfekt organisiert. Und ich glaube, allgemein war es nicht unbedingt Augenschmaß. Aber ja, derzeit steht Remis, die Mannschaften sind ebenbürtig. Und ich hoffe, dass wir zweite Halbzeit ein bisschen beweglicher sind. Wie ungut zu spielen ist dieser Schimpelsberger? Ja, gleich ungut, glaube ich, wie der Kajan oder andere bei Rapid. Rapid hat auf der rechten Seite, glaube ich, ein Luxusproblem. Und Schimpelsberger macht derzeit, glaube ich, ganz gut. Danke. Da hat er recht. Schimpelsberger tatsächlich mit einer sehr ansprechenden Leistung bisher. Die Zahlen dieser ersten Hälfte zeigen, dass nicht allzu oft geschossen wurde. Die Austria hat es doppelt so oft versucht wie Rapid, aber 6 Torschüsse, die wir dann gleich sehen werden, ist jetzt auch kein Ausrufezeichen in Sachen großer Offensivkraft. Zwei davon waren aber richtig gefährlich, jene von Slatko Junuzovic und ein Schuss bei Rapid, der hier richtig für Aufsehen gesorgt hat. Das war eben jener von Yasin Pelevan, aber da hat die Zielgenauigkeit gefehlt. Salih kam überhaupt nicht zum Abschluss. Interessant auch, dass die Austria noch keinen einzigen Eckball hier in diesem Spiel hatte. Ansonsten ziemlich ausgeglichene Werte für diese erste Hälfte. Das war es vorläufig mal von mir. Geht jetzt gleich weiter bei Martin Konrad und seinen beiden Experten. Anspannung pur, das Minenspiel der beiden Trainer Peter Backholt und Karl Daxbacher drückt Stress aus. 0:0 der Pausenstand in der Generali Arena zwischen Austria und Rapid. Wir sind zurück mit unseren Sky-Experten, mit Michael Konzel und Andreas Herzog. Ein 0:0. Andi, wie bewerten Sie das, was wir jetzt in den ersten 45 Minuten gesehen haben? Es war so, wie man es eigentlich erwarten konnte, dass eben vor allem Rapid in der Defensive sehr, sehr gut steht. Beide Mannschaften geben sie überhaupt keine Freiräume. Und wenn dann einmal durch einen Fehler irgendein Freiraum entsteht, ist man in den Offensivaktionen entweder zu ungenau, ein bisschen überhastet. Und da sieht man halt dann schon, dass bei den einen oder anderen Spielern auch die Nerven ein bisschen mitspielen und dass dann schon auch noch teilweise die Erfahrung und die Routine und die Gelassenheit fehlt. Aber man sieht trotzdem, dass immer wieder Situationen entstehen können, wo eine Mannschaft eben einen Big Point machen kann und die Mannschaft, die das jetzt in der zweiten Halbzeit als erste bewerkstelligt, wird das Spiel gewinnen. Ich glaube, er ist nicht allzu mutig, wenn man sagt, viele Tore wird sie nicht geben, Michael Konzel, aber die erste Hälfte war ausgeglichen. Also von der Favoritenrolle der Austria hat man aus Ihrer Sicht nicht so viel gesehen. Hat man nicht viel gesehen. Beide Mannschaften äußerst diszipliniert, gehen beide diszipliniert ans Werk. Und ja, sie fighten, beide Mannschaften fighten um jeden Zentimeter. Und dadurch, so wie der Andi schon gesagt hat, gibt es sehr wenig Räume. Aber man merkt wirklich ein bisschen Unsicherheit bei den meisten eigentlich. Es passieren einige Fehler, die normalerweise nicht passieren. Und das ist doch ein Zeichen der Nervosität. Soweit also der Mittelfeldspieler mit Rapid- und Austria-Vergangenheit, Peter Linker. Wollen wir uns die ersten Szenen dieser ersten Hälfte ansehen? Zwei Austria-Aktionen haben wir uns da herausgepickt. Zum einen gleich in der vierten Minute eine Aktion, wo Dilava, schon angesprochen, auf Jun spielt. Etwas glücklich zunächst, wie dann der Ball weitergeleitet wird auf Linz. Aber Andi, war da mehr drinnen für die Austria? Stichwort Parasit im Zentrum. Ja, zuerst war es einmal ein schöner Pass von Jun, dann ist der Winkel für den Schuss viel zu spitz. War überhaupt kein Problem für den Helge Bayer. Wenn da der scharfe Stangelpass auf Parasite kommt, wäre es sicher viel gefährlicher. Und danach die andere Aktion, sehr schöner Pass von Stankovic auf Junuzovic, aber der trifft den Ball nicht richtig. Ja, man sieht, es ist die Qualität von der Austria. Sie können einfach, weil sie technisch eine gute Mannschaft sind, sehr, sehr gut, sehr schnell kombinieren. Meiner Meinung nach haben sie das erste Halbzeit trotzdem noch zu wenig gemacht, aber man sieht, sie können in jeder Offensivaktion Rapid wehtun. Und das
das hat es bis jetzt in dieser Saison sehr, sehr stark gemacht und auf das muss Rapid zweite Halbzeit aufpassen. Ja, Rapid hat nicht so viel riskiert, Michi Kanzler hat abgewartet und hat dann durch Balleroberung auch für gefährliche Akzente in der Offensive sorgen können. Eine Aktion aus der 29. Minute, da wie Belivan die Balleroberung macht, das Spiel schnell treibt und Prokopitz auch Platz hat zum Abschluss, aber letztlich knapp übers Tor zieht. Ja, Rapid spielt sehr gescheit. Also, Rapid lässt sich nicht rauslocken, wartet auf die Chancen und das war so ein Fehlpass von der Austria. Und Belivan macht das ganz gut und dann glaube ich, dass man noch weitergehen kann. Die Austria war doch schon sehr weit hinten und da hätte man vielleicht noch ein Stück weitergehen können und kann dann vielleicht gezielteren Schuss abgeben. Ja. Das sind so Situationen, was ich zuerst gemeint habe. Dass ein Fehlpass kommt, dann ergibt es ja eine Möglichkeit für einen Gegenangriff und für mich waren da einfach die Laufwege von den anderen Spielern, von den Offensivspielern von Rapid viel zu durchschaubar für die Austria. Verteidigung, da muss man kreuzen, hinterlaufen. Das ist auf einer Linie da vorne. Richtig, das sind alle mit den Gegenspielern reingelaufen und dann ist im Prokopitz einfach nichts anderes übergeblieben, einfach wie einmal von der Ferne zu probieren und das nicht besonders gut. Ja, nach einer guten halben Stunde, die wohl bisher größte Möglichkeit für die Wiener Austria hier zur 1:0 Führung, war eine Flanke von Jun und dann Roland Linz per Kopf auf Junosovic, da zeigt er seine technischen Fertigkeiten, schwieriger Winkel, glaube ich, und Helge Beier hat gut reagiert. An und für sich. War ganz eine gute Aktion von der Austria wieder. Aber hier sieht man es eigentlich ganz genau aus dieser Perspektive, dass der nicht allzu schwer war. Der Winkel war schon sehr spitz, also für den Junosovic sehr schwer, den Helge da zu überraschen. Und der Helge passt auf, wehrt ein bisschen unorthodox ab, aber er hat ihm letztendlich gut pariert. Ja, und wir haben auch gesehen, Kulowitz war da kurz noch mit der Hand dran, aber das war völlig unabsichtlich, deshalb richtigerweise auch das Spiel weiter gelaufen. Kurz vor Ende dieser ersten Hälfte dann noch Rapid mit einem weiteren Distanzschuss und ähnlich wieder Andreas Herzog. Viel Platz für den Rapid-Spieler, der nicht wirklich entscheidend gestört wird am Abschluss. Ja, ganz ein schlechtes Defensivverhalten. Ich meine, man geht davon aus, dass er Yasin Belivan ein Defensivspieler ist, der die Bälle links und rechts spielen will und dann macht man einfach die Gasse auf. Er hat am Anfang auch noch nicht die nötige Überzeugung, dass ich jetzt mit Tempo in den Strafraum reingehe. Und zum Schluss, wo er merkt, okay, die lassen mich laufen, nimmt er dann das Herz in die Hand, probiert einen Abschluss, war ganz, ganz gefährlich und es war eine ganz eine tolle Aktion von Yasin und natürlich auch ein Fehlverhalten von den Austrianern. Ja, wollen wir vielleicht? Ich bin sehr überrascht. Ja. Das hat man gesehen, dass da keiner am 16 hat sich alles abgespielt und normal kann er noch weitergehen und den Ball platzieren, aber er war sichtlich überrascht und er hat dann probiert, das Tor zu erzielen, ist ihm nicht gelungen. Ja, aber er ist ja nicht unbedingt einer, der für die Tore, wie wir schon angesprochen, bei Rapid zuständig ist. Wollen wir über die zwei Derby-Debütanten sprechen? Zunächst über Emir Dilawar. Ganz interessante Fakten, die wir auch von der Sky-Datenbank zur Verfügung gestellt bekommen haben. Nämlich 50 Ballkontakte bei Dilawar. Das sind die meisten aller Austria-Spieler und eine absolut positive Zweikampfbilanz, nämlich mehr als 57% gewonnene Zweikämpfe. Wie macht das sich? Absolut problemlos. Ich meine, ich weiß, dass er sehr, sehr zweikampfstark ist. Ballkontakte wäre halt für die Mannschaft besser, wenn die Offensivspieler hätte Junosovic oder so. Das wird bedeuten, dass das Spiel mehr in der Abwehr, in der Hälfte von Rapid wäre. Und ich muss sagen, ich bin froh, dass er noch weiterspielen kann, weil die gelbe Karte von Katzer, da hat er riesen Glück gehabt, in Niemandsland so ein Tackling zu machen. Das war für mich ein bisschen überflüssig und das war schon dunkelgelb. Dunkelgelb für Katzer übrigens die fünfte, deshalb fehlt auch nächste Woche beim Spiel von Rapid gegen den LASK. Auf der anderen Seite also Michael Schimpelsberger hat nicht ganz so positive Werte wie Dilawar bis in dieser ersten Hälfte. 46% gewonnene Zweikämpfe und 29 Ballkontakte. Auch eine Offensivaktion, wo Hofmann dann letztlich den Ball nicht gut genug getroffen hat. Michael Konsel hat es aber auch schwierig gegen Stankovic, gegen Parasit, die da auch immer wieder über die Flügel kommen. Ja, da wird sehr, sehr viel variiert. Also da kommt Stankovic, dann Parasit oder auch Junosovic ist schon aufgetaucht. Und das ist natürlich unheimlich schwer dann letztendlich, da gut auszusehen. Aber er macht seine Sache auch gut, finde ich. Ich sehe überhaupt, beide Spieler machen das hervorragend. Sie versuchen halt in erster Linie keine Fehler zu machen. Ist aber ganz klar, keiner verlangt von den beiden, dass sie jetzt das Spiel prägen und sich da schon in die Offensive einschalten. In erster Linie sind sie einmal bedacht, keine Fehler zu machen. Das gelingt ihnen. Vor dem Spiel haben wir auch über Hamdi Salihi gesprochen, aber es ist ein typisches Salihi-Spiel, könnte man fast sagen. Er hat noch keine Aktion gehabt, aber wenn sie kommt, dann wird es wahrscheinlich gefährlich werden.
Ja, es ist halt so. Peter Backold weiß auch ganz genau, wenn die Bälle hoch nach vorne kommen, ist er nicht der Spieler, der die Bälle behaupten kann gegen ein oder zwei Innenverteidiger, sondern er muss einfach im Strafraum seine Chancen bekommen. Die hat er bis jetzt noch nicht bekommen. Und jetzt liegt es eben an den Mitspielern, dass sie ihn da vorne besser einsetzen. Rapid insgesamt aus Ihrer Sicht richtig auch vom taktischen Verhalten, dass man nicht so viel riskiert wie die Austria? Ist normal in der jetzigen Situation. Also muss man sagen, dass jeder einzelne Spieler alles versucht. Natürlich fehlt eine gewisse Lockerheit. Das ist logisch, weil die Mannschaft und auch der Trainer unter Druck sind. Das bekommt ja auch jeder mit. Aber trotzdem, glaube ich, ist es so, dass sie der Austria bis jetzt nicht so unterlegen sind. Und das ist eigentlich das Positive von Seiten von Rapid. Ja, dann werden wir sehen, ob es für Rapid noch ein schöner Nachmittag wird. Michael Konzl, für einen Ihrer Ex-Clubs war es ein schöner. AS Roma, wissen Sie, wie es ausgegangen ist? Startabi heute gegen Lazio. 2:0 Heimsieg für die großartig. Roma. Und da kann Michael, jetzt sieht man das Strahlen im Gesicht. Doppeltorschütze. 2:0, endlich hat Roma einen guten Torhüter. Die beiden Mannschaften kommen wieder zurück auf das Spielfeld hier in der Generali Arena. Und jetzt brennt es gewaltig. Aber in beiden Fansektoren. Natürlich auch immer ein besonderes Spiel für die Fans, nicht nur für die Akteure auf dem Platz. Da geben auch die Anhänger ein paar Prozent mehr als sonst und packen zumeist richtig schöne Choreografien aus. Und jetzt eben bengalische Feuer und Co. Harald Lechner wartet noch ein wenig ab. Der 28-Jährige bei seinem Derby-Debüt bisher mit einer ordentlichen Vorstellung. Hier und da wäre auch eine härtere Bestrafung möglicherweise vonnöten gewesen. Ja, gleich geht's hier los mit der zweiten Hälfte und dann im Anschluss Talk und Tore mit zwei sehr prominenten Gästen, mit Walter Schachner und auch mit Rapid-Präsident Rudi Edlinger. Die diese zweite Hälfte eröffnen wird. Beide Teams sind unverändert wieder zurückgekommen. Harald Lechner, der noch ein paar Sekunden abwarten wird, bis sich die Nebelschwaden vor allem im Rapid-Strafraum verzogen haben, damit auch Helge Payer die beste Sicht hat für die zweite Hälfte in diesem Derby. Die Austria mit dem ersten Angriff in Hälfte 2. Florian Klein, Markreiter. Und dann bietet sich Emir Dilava an, haben wir gehört, er hatte sehr viele Ballkontakte. Ordentliche Leistung angeboten in Hälfte 1. Da war er sehr nah dran, in Hälfte 1. Vorteil Rapid am Ball geblieben. So, Helge Payer wieder gezwungen zu einem langen Ball in Richtung... Möglicherweise haben die Salihi, der da einige Meter entfernt war, Salihi, der kaum Chancen hatte, sich zu beweisen. Und da zeigt Gulovic an, den Ball gespielt zu haben. Schimpelsberger, der viele Duelle bestritten hatte an der rechten Seite. Und jetzt mal sich wieder in Richtung Strafraum orientiert, um dort mitzuhelfen bei dieser Freistoßgelegenheit für die Austria. Milosevic, Zuma mit der Kopfballabwehr, die war nicht gut. Und die Nachschussgelegenheit für Thomas Jun. Und zuvor schon Markreiter, der die Möglichkeit hatte. Zum ersten Mal, dass die Rapid-Defensive bei einer Standardsituation hier in diesem Spiel
nicht wirklich im Bilde war. Klein zieht an der rechten Seite auf. Und dann geht Drazan auf Nummer sicher. Parasit. Die aber gestört von Salihi. Und wieder Markreiter. Hat sich da sehr viel zugetraut und hat Glück, dass Junusovic mithilft, dass der Ball für die Austria im Spiel bleibt. Aber Dieler war dann mit keinem perfekten Wechselpass und damit wieder Rapid kurzfristig am Zug gewesen. Stankovic. Und dann war er wieder ganz nah dran. Schimpelsberger gegen Slavko Junusovic. Austria muss sich jetzt versuchen, hier zu lösen. Von dieser Seite, da ist alles zugestellt. Gibt es keinen Raum für Stankovic und Co. Zwei Derby-Duelle gab es ja schon in dieser Saison. Und bei beiden Derbys hat am Ende die Gastmannschaft gejubelt. Jeweils mit 1:0. Könnte natürlich auch heute wieder der Fall sein. Rapid wird in dieser Phase des Spiels auch noch nicht alles riskieren, um vorne tatsächlich viel bewegen zu können. Da wird natürlich weiter Hauptaugenmerk geleistet auf die defensive Arbeit. Schimpelsberger, gelungener Haken. Gelungener Wechselpass. Katzer. Und wieder Drazan. Der war nicht einfach, der Pass. Kulowitz. Katzer mit rechts. Flanke, die kein Problem darstellt für die Austria. Dilawa knallt den Ball wieder raus. Die ersten Minuten bringen auch noch keine große Veränderung in diesem Spiel. Wieder Salihi, der den Ball leichtfertig verliert. Jun, gefoult von Kulowitz. Linz löst sich, Bayern, aber gut postiert gewesen. Schimpelsberger. Bis zum Pass eine gute Aktion.
Marc Reiter zunächst hängen geblieben in der Mitte, kommt aber an den Ball zurück, abseits von Roland Linz. Knappe Geschichte. Andreas Fellinger hat blitzschnell entschieden zugunsten von Rapid. Also aus dieser Position würde ich sagen, gleiche Höhe. Und damit eine Fehlentscheidung. Roland Linz wurde eine Riesenchance genommen. Bitter natürlich für den Goalgetter der Wiener Austria, der natürlich auf solche Chancen lauert. Aber hier wohl zu Unrecht zurückgepfiffen wurde. Auf der Gegenseite kommt der Pass von Hofmann fast noch an für Andy Salihi. Das wäre im Übrigen das erste Zuspiel von Hofmann auf Salihi gewesen im gesamten Spiel. Markreiter, Dilava. War nicht einfach für ihn, diese Situation zu lösen. Katza. Delevan, er hatte die beste Chance für Rapid in Hälfte 1 nach seinem energischen Antritt und dem freundlichen Begleitschutz der Austria-Verteidiger. Dann löst sich, Katze hat das gesehen, bringt den Ball aber nicht zu seinem Mitspieler, weil Florian Klein aufmerksam war und gut postiert war. Flanke von Drazan. Dann Roland Linz, der auch mal defensiv arbeitet, aber ohne Erfolg. Einwurf für Rapid, die Entscheidung. Verlust von Kulowitz und Junosovic. Stakovic gegen Pelevan, auch das war kein Foul. Schippisberger, auch das gut gemacht und diesen Pass, den kann er natürlich nie und nimmer mehr erreichen. Michael Schippisberger. Er hat vielleicht keine riesen Zweikampfbilanz bisher, aber die Wichtigkeit bei solchen Zweikämpfen, die liegt ja darin, die Entscheidenden zu gewinnen. Und da waren schon einige sehr gute Situationen für ihn mit dabei. Hofmann mit diesem technischen Fehler. Sieht, der keine Chance hat, sich gegen Pelivan durchzusetzen, wurde da wie so oft gedoppelt. Und selbst für den großartigen Techniker ist es dann keine einfache Aufgabe, vorbeizukommen. Jun verfolgt von Drazan, der alles andere als den Ball trifft. Klar, dass es hier Gelb gibt. Nach Katza die zweite überharte Aktion von Drazan. Ich unterstelle ihm mal, dass er hier Jung nicht bewusst treffen wollte, dass er noch versucht hat, den Ball zu erwischen, ist aber um einiges zu spät gekommen. Aber Thomas Jung hat es da nicht wirklich böse erwischt. Rapid-Fans machen gute Stimmung. Heute noch keine Proteste erkennbar gewesen gegen die sportliche Leitung. Das war ja im Heimspiel gegen Ried noch ganz anders.
Heute konzentrieren sich die Fans auf die Anfeuerung ihrer Mannschaft, die diese notwendig hat und die diese auch mit einer ansprechenden Leistung honoriert. Denn es ist nicht Rapid, dass hier das Spiel machen muss. Ball gespielt, sagt Lechner. Ermöglicht der Austria eine Angriffssituation. Aber da läuft auch in Hälfte 2 nicht allzu viel zusammen. Und Rapid wird jetzt etwas mutiger. Ist da jetzt mal doch mit 4-5 Offensivspielern aufgestellt vor dem gegnerischen Strafraum. Hofmann kann er mal versuchen. Hat aber dann die Übersicht für den besser postierten Stefan Kulowitz. Der hat erst zweimal in seiner Karriere in der Bundesliga getroffen, aber sein letztes Tor, das war in einem Wiener Derby. Das ist auch schon 3 Jahre her, aber immerhin für ihn ein schönes Erlebnis, an das er sich jetzt vielleicht erinnert hat. Wieder Marison Leitner im Gespräch mit dem jungen Referee. Marison Leitner gegen Parasit. Rempler des Austrianers, der natürlich böse Folgen haben kann, wenn Marison Leitner da mit voller Wucht gegen die Bande prallt. Und deshalb verstehe ich den Unmut beim Rapid-Innenverteidiger, der aber mit Schmerzen sehr gut umgehen kann. Hatte ja eine Phase, als es fast außergewöhnlich war, dass er ein Spiel ohne Platzwunde bestreitet. Die Lava. Und die Austria sucht weiter nach dem Schlüssel, der das offensive Tor aufsperrt. Das ist noch ganz gut zugenagelt von den Rapidlern, auch von Marison Leitner und auch vom sehr oft kritisierten Sumer, der bis auf ein, zwei Situationen in Hälfte 1, als er einfach zu langsam war gegen Junuzovic, heute ganz gut spielt, die Abwehr organisiert und wenig zulässt. Stunde schon gespielt in der Generali Arena. Noch keine Tore, wenige Torchancen. Rapids beste Möglichkeit vor der Pause, Yasin Pelevan. Im Strafraum sind sie noch gar nicht zum Abschluss gekommen. Und auf der anderen Seite eine gute Austria-Gelegenheit, auch schon längere Zeit hier. Der erste Wechsel jetzt im Spiel. Den macht Peter Packholt. Boris Prokopitz, ja, der hatte wirklich Probleme heute. Wieder einmal muss man leider sagen, Tomasino ist sein Ersatzmann. Halbe Stunde Derby-Luft, darf auch er schnuppern. Parasit gegen Zuma. Aber sehr gut hat da Markus Katzer mitgeholfen, den Niederländer zu stören. Junuzovic versucht es mal mit dem Tempo-Dribbling. Minute 63 beginnt und
Slavko Jurisovic auf die erste Ecke für die Austria treten und die hat fast Folgen. Das wäre natürlich eine besondere Geschichte. Emir Dilava, wie viel Platz kann man eigentlich haben für eine Torchance? Und wie schön wäre diese Geschichte für den Derby-Debütanten gewesen. Überhaupt für den Startelf-Debütanten bei der Wiener Austria. Ja, den hatte Rapid nicht wirklich am Zettel bei dieser Standardsituation. Die Ecke von Junuzovic. Und wer war eigentlich für Dilava zuständig? Und dann eine ganz wichtige Abwehrtat von Schimpelsberger. Genau deshalb stellt man ab und an mal die Spieler ins kurze oder eben auch ins lange Eck, dass sie für den geschlagenen Torhüter reagieren können. Machen ja nicht alle Mannschaften so. In diesem Fall hat es geklappt, dank Michael Schimpelsberger. Die beiden Debütanten im direkten Duell. Dilava gegen Schimpelsberger. Pelivan. Aber auch irgendwie typisch für dieses Spiel, auch fürs Austria-Spiel heute, dass die größte Chance nach einer Standardsituation entstanden ist. Und jetzt hat vielleicht Rapid eine Chance. Und das wäre wiederum typisch für Handi Salihi gewesen. Kaum in Erscheinung gewesen. Und da war er dann mal genau dort, wo es gebrannt hat. Und endlich auch mal eine Aktion von Steffen Hofmann. Salihi, toll gelöst. Und dann haut er am Ball vorbei. Ja, den muss er eigentlich machen. Auch die Austria hat jetzt eben gewechselt. Michael Lindl hat Marko Stanković ersetzt. Stanković, der wenige Zweikämpfe gewonnen hat und auch dem Spiel nach vorne wenige Impulse geben konnte. Zwei tolle Chancen jetzt also in diesem Spiel. Auf der einen Seite Dilava, auf der anderen haben die Salihi. Das passiert im Profifußball erstaunlicherweise immer wieder. Falscher Einwurf von Christopher Drazza. Junuzovic. Linz gegen Suma. Sonnleitner in große Schwierigkeiten gegen Parasit und Helge Payer. War er da noch mit der Hand dran? Harald Lechner sagt nein. Auf alle Fälle war es eine ganz starke Aktion von Helge Payer und Sonnleitner. Der hat diese Aktion überhaupt erst ermöglicht. Und jetzt muss sich Harald Lechner zum ersten Mal in diesem Spiel wirklich einiges anhören. So, hier der Bock von Sonnleitner. Und dann geht er dann zum richtigen Zeitpunkt weg, um hier nicht noch eine rote Karte zu riskieren. Payer war mit der Hand dran. Die Frage ist nur, Absicht ja oder nein. Hier kommt mal das Risiko mit diesem Tackling und dann glaube ich gar nicht, dass es tatsächlich Absicht war von Payer. Und so lege ich mich gern mal fest und sage, sehr gut gesehen von Schiedsrichter Harald Lechner. Hofmann, jetzt kommt so richtig Tempo rein in diesem Spiel, auch weil Rapid mehr riskiert im Spiel nach vorne. Klar, die haben von einem Unentschieden nicht sehr viel hier. Auch wenn es kein schlechtes Ergebnis ist, beim Tabellenführer auswärts zu remisieren. Aber was hilft da schon bei dieser Tabellensituation? Rang 6. 5 Punkte hinter Ried und Salzburg. 8 hinter der Wiener Austria. Distanz groß. Ich denke nicht, dass
Hier eine direkte Variante kommt. Es kommt eine Flanke von Drazan und das war eine sehr gute Variante. Markus Katzer gegen Heinz Lindner. Guter Freistoßtrick von Rapid. Sehr guter Kopfball auch von Markus Katzer. War nicht einfach aus dieser Position den Ball noch so aufs Tor zu bringen und hätte sich die Kugel für eine Ecke entschieden. Es wäre die Führung für Rapid geworden, aber so kann Lindner abwehren. Möglicherweise hätte die Latte sonst gerettet. Nächste Variante von Rapid, auch die war überraschend, führt aber zu dem Konter. Der Austria Drazan wird abgeblockt und jetzt wieder Linz. Gut gespielt auf Ju und Parasit. Bleibt ruhig. Gegen zwei, drei Rapidler gibt es kein Vorbeikommen für Nasser Parasit. Ja, und jetzt ist es ein echtes Spitzenspiel in dieser Phase, zumindest vom Tempo her. Drazan in der Mitte lauert Salihi. Jetzt kann auch mal die Austria schneller umschalten. Denkt gleich, dass ein böser Fehler war von Zlatko Junosovic. Und die Austria kann deshalb schneller umschalten, weil Rapid die Räume etwas aufmacht, um eben selber offensiver zu agieren. Markreiter Jun. Katzer macht ein tolles Spiel jetzt. Und Jun gegen Drazan. Auch das sehr gut gesehen von Lechner. Das war kein Foul des Austrianers. Hoffmann, Belivan. Auch wenn dieser Pass nicht ankommt, aber Rapid zeigt hier jetzt auch den offensiven Mut. Die wollen dieses Spiel, die müssen es vielleicht sogar gewinnen. Und genauso agieren sie jetzt auch, Drazan. Der hält nicht mehr allzu viel von defensiven Aufgaben, bringt den Ball weiter zu Hoffmann. Lechner sagt Vorteil, Kulowitz. Und Pelivan. Hinum. Pelivan. Ja, an der Strafraumgrenze abgeblockt worden. Auch das zu wenig für einen Pfiff des Schiedsrichters Hoffmann. Und plötzlich kommen die Rapidler auch mal rein in den Strafraum. Thomas Hinum hatte schon ganz gute Momente nach seiner Einwechslung. Wieder die Zweikampfstärke von Salihi, aber gegen den zweikampfstärksten Spieler in der Liga gibt es nicht allzu oft was zu holen. Foul von Dilava. Hoffmann wird da umgerannt von Dilava. Vielleicht seiner Jugend und Unerfahrenheit geschuldet. War nicht notwendig in dieser Situation und zieht wieder eine ganz gefährliche Freistoß. Möglichkeit für Rapid nach sich. Welche Variante haben die Hütteldorfer diesmal drauf? Wieder stehen die beiden beim Ball. Hoffmann und Drazan, aber diesmal wird es wohl eine Hoffmann-Flanke geben. Ja, doch die ist ganz gefährlich! Tor! Und es zählt! Es zählt! Natürlich! Wer sonst? Das ist schon ein unglaublicher Spieler. 13. Saisontor. 11 davon hat er im Hanapi erzielt. 2 auswärts und beide hier in diesem Stadion. Hamdi Salihi. Wir kontrollieren. Oh, da ist es richtig zugegangen. Sonnleitner, der da per Kopf dran war. Lindner konnte nur nach vorne abprallen. Ich denke, es war ein korrekter Treffer, aber wie schwer natürlich auch zu sehen. Da war vielleicht noch ein kleiner Rempler von Sonnleitner gegen Ortlechner mit dabei. Der hat sich da Platz verschafft. Und dann staubt Salihi ab. Ganz ähnliche Situation eigentlich wie
beim Derby-Sieg von Rapid. Auch da hat Salih hier abgestaubt. Und der Jubel mit den Fans. Aber wir schauen wieder auf die andere Seite. Der Austria wollte hier die passende Antwort über Junuzovic finden. Ist aber nicht gut gegangen. Junuzovic in der zweiten Hälfte gelingt ihm noch nicht allzu viel. Und da muss der Austria warten mit dem Einwurf. Während Hamdi Salihi in Gedanken wohl noch bei seinem Treffer ist und gezeigt hat, dass er auch als Solospitze treffen kann. Aber natürlich hat er diese Situation nichts mit einem System zu tun. So, Michael Schimpelsberger ist zum einen angeschlagen, wird zum anderen sowieso ausgewechselt. Jürgen Patoka, auch nicht gerade als Zweikampf schwach verschrien, wird jetzt mithelfen in der Schlussphase, diesen Rapid-Sieg möglicherweise tatsächlich zu lancieren. Jetzt wird Rapid natürlich wieder defensiv agieren. Nona haben ja eine richtig offensive Phase gehabt in dieser zweiten Hälfte. Die wurde belohnt und jetzt heißt es wieder, hinten alles dicht zu machen. Tomasz Jun. Nicht schlecht, aber nicht gut genug. So, beste Stimmung, die Rapid-Fans, die sich schon auf die Rapid-Viertelstunde vorbereiten. Peter Parkholz schafft er es wieder in einer schwierigen Situation, einen Sieg zu landen. Selbst die UNESCO zeigt angeblich Interesse an dieser Rapid-Viertelstunde und will diese ins Weltkulturerbe einbeziehen. Tja, vielleicht etwas übertrieben, auf alle Fälle ist sie angebrochen, die Rapid-Viertelstunde. Und die Austria kommt weiter nicht so richtig rein in den 16-Meter-Raum. Fehler von Michael Lindl. Katter und Ratzer. Kommt vorbei, zunächst zumindest, dann Klein. Querpass findet aber keinen Abnehmer, Junuzovic und die Austria über Suttner. Und mit dem nächsten Fehlpass. Die Violetten sind angezählt, aber fallen sie auch wirklich? Und der Ball waren schon draußen. Dilava. Was für eine zweite Hälfte für ihn. Er hatte die große Chance aufs 1:0 und dann war er beteiligt am Gegentreffer. Er hat dieses, ja, man muss es sagen, dumme Foul gemacht an Steffen Hofmann und der Freistoß führte dann zum Tor für Rapid. Klein.
Dilawa. Ja, da wurde auch allein gelassen. Da fehlte ihm die Unterstützung. Pelivan, schöner Pass. Und der Raum ist wieder da für Rapid. In der Mitte ist natürlich wieder Hamdi Salih. Jetzt kommt er zu seinen Möglichkeiten. Hat lange drauf warten müssen. Hinum, der richtig gut spielt, seitdem er auf dem Platz ist. Seine Leistung war heute bescheiden. Vielleicht die schwächste Vorstellung von Nasir Barazid im violetten Dress. Aber wenn ein Spieler schwach spielt, dann oft auch, weil die Gegner gut gespielt haben. Tadic ab Minute 78 mit von der Partie. Einwurf war das von Klein und Thomas Jung. Meine Güte, was für eine Gelegenheit auf den Ausgleich. Der gute Einwurf. Kulowitz konnte den Ball nur noch nach hinten verlängern. Das wurde zu einer Top-Vorarbeit für Thomas Jung. Natürlich, ob diese Szene der Verzweiflung nahe. Das war schon ein Kunststück von Jung, den Ball vor allem dann so weit über das Tor zu jagen. Margareta, Dilawa, Jung. Junuzovic. Salihi gegen Ort Lechner. Foulspiel von Manuel Ort Lechner. Harald Lechner hatte gute Sicht und hat für mich auch die richtige Entscheidung getroffen. Hamdi Salih hat sich wieder aufgerappelt, hat ja mit seinem Tor jetzt mit Roland Linz gleichgezogen in der Torschussliste. Beide halten bei 13 Treffern. Jetzt sind wir mit Roman Kinast auf den Fersen. Hofmann. Katzan und wieder Katzer. Auch die Flanke war nicht schlecht. Markus Katzer hat jetzt großes Selbstvertrauen. Pelivan, Kulowitz gegen Junuzovic. Diesmal gut gestört von Junuzovic. Dann Tadic, der den Konter eingeleitet hat. Lindl auf Jung. Suma klärt. Salihi diesmal gegen Marc Reiter. Salihi verlängert, aber dorthin, wo er normalerweise stehen sollte. 9 Minuten vor dem Ende. Wagen wir mal einen Blick auf die Tabellensituation, wenn es denn dabei bliebe. Die Austria bleibt punktegleich mit Sturm, aber geht den Rang hinunter. Und Rapid hätte Wiener Neustadt überholt. Hinter dem Tabellenführer. Das klingt doch wieder etwas besser aus Sicht des Rekordmeisters. Guter Witz. Hofmann. Dann eine gute Rückgabe von Suttner zu Lindner.
Linz verlängert, aber auch hier entsteht keine echte Torszene. Die größte Gelegenheit, die hatte Thomas Jun vor wenigen Minuten. Foul von Kolowitz an Thomas Jun. Alle kopfballstarken Austrianer orientieren sich jetzt wieder an die Strafraumgrenze. Und ein bisschen drüber hinaus. Marc Reiter links, wer kommt ran? Pelevan ist es. Dilara. Junuzovic. Feiner Pass von Junuzovic. Und der Ball kommt nicht mehr zu Thomas Jung. Kulowitz mit der entscheidenden Ballberührung. Flanke von Lindl. Jetzt gut abgewehrt von Patoka. Suttner. Und dann soll es ein Foul gewesen sein von Ortlechner an Suma. Da wird es noch einen Wechsel geben bei der Austria. Fabian Koch wird kommen. Kulowitz, Drazan. Kein, der die Ecke verhindern kann. Kein Anspiel, zumindest kein absichtliches. Aber diese Fehler sind natürlich ganz bitter in dieser Phase des Spiels und rauben der Austria zum einen viel Kraft und zum anderen natürlich die Möglichkeit, gefährlich zu werden. Und ermöglichen es Rapid immer wieder selbst nach vorne zu agieren. Ihnen haben wir schon des Öfteren positiv erwähnt. Da kommt noch einmal diese Aktion. Nie und nimmer Absicht von Florian Klein. Gibt es keine zweite Meinung, aber jetzt den Wechsel bei der Austria Thomas Jun. Bitteres Spiel für ihn. Er hätte es eigentlich machen müssen. Klar, es gibt kein Muss, aber viel größere Chancen gibt es wohl auch nicht. Aber jetzt vielleicht. Ja, möglicherweise zu kompliziert. Da wäre auch der Abschluss für Tadic eine Option gewesen. Er hat es uneigennützig versucht. Immerhin die Ecke hat es noch gebracht. Junuzovic. Paya ist draußen mit Erfolg. Koch. Der Ballkontakt für ihn. Erste misslungene Flanke. Fabian Koch, der an sich ganz gute Erinnerungen hat an Rapid. Bei seinem Debüt für die Innsbrucker gleich mal getroffen. Gegen die Grün-Weißen. Ja klar, dass Helge Payer jetzt des Öfteren mal versucht, das Spiel nicht ganz so schnell zu machen. Ein paar Sekunden zumindest zu schinden. Das wäre Balsam auf die geschundene grün-weiße Seele. Und es wäre der zweite Sieg in Folge gegen eine Spitzenmannschaft. 2:0 gegen Ried. Jetzt der Sieg gegen die Austria in greifbarer Nähe.
damit wird aus einer Krise möglicherweise wieder ein ernstzunehmender Glaube an den internationalen Startplatz, an einen Europa-League-Platz und vielleicht ja sogar noch weiter nach oben. Aber da fehlen noch ein paar Minuten. Koch. Mark Lechner. Die Austria hat dies noch nicht mit der Brechstange versucht. Die auch jetzt versucht, mit spielerischen Mitteln nach vorne zu kommen. Markus Suttner. Auch er sieht gelb. Andi Salihi. Jetzt auch nicht eilig haben, aufzustehen. Ja, den Ball hat er nicht getroffen. Attacke kam von hinten. Keine böse Absicht erkennbar, aber gelbe Karte dennoch regeltechnisch natürlich in Ordnung. Kulowitz. Ja, zwingt dort Lechner zu diesem Fehler und deshalb bleibt Rapid im Ballbesitz. Und bevor das Spiel hier wieder weiterläuft, werden die Rapid-Fans Gelegenheit haben, Hamdi Salihi zu feiern. Sehr viel wurde über Salihi gesprochen. Alle Statistiken ausgepackt und es hat sich bewahrheitet. Er trifft gerne im Derby in dieser Saison, in diesem Stadion. Er trifft überhaupt gerne, wenn er ran darf, auch von Beginn an ran darf. Und er belohnt es mit dem Tore-Schießen. Steht einfach fast immer goldrichtig. Christopher Trimmel für die letzten Augenblicke in diesem Derby auch noch mit dabei. Die offizielle Nachspielzeit 3 Minuten. So, ich denke, Sie haben es gehört, 3 Minuten. Die Nachspielzeit. Egal wie dieses Spiel ausgeht, gut war die Leistung der Mannschaft von Karl Daxbacher auf jeden Fall nicht. Zumindest konnte die Austria nur ganz selten das Potenzial abrufen, das in dieser Mannschaft steckt. Dass natürlich der Ausgleich auch nicht unverdient gewesen wäre aufgrund der Torszenen, ist auch klar. Dilava. Christopher Trimmel versucht hier den Ball abzudecken, abzuschirmen. Wieder ein bisschen Zeit gut zu machen gegen Lindl. Das gelingt vorläufig auch sehr gut. Toll gemacht. Sinum. Und so ist schon 1 Minute der Nachspielzeit vorbei. Und wieder kommt die Austria einfach nicht in die Gänge. Katzer. Katzer zurück zu Helge Beyer. Beyer, der tadellos gespielt hat in den entscheidenden Situationen. Herr seiner Sinne war, gut reagiert hat, schon bei einem Junusovic-Schuss in Hälfte 1. Und dann bei dieser 1 gegen 1 Situation auch alles richtig gemacht hat. Tommy Baritz. Er leidet. Die gesamte Austria-Familie. Ja, der Spannung in der Meisterschaft kann das nur zuträglich sein, wenn dann auch Rapid tatsächlich wieder Möglichkeiten hat.
Der Mario Sonnleitner wird die gelbe Karte verschmerzen können wegen Zeitspiels. Er war nicht gefährdet. So, vielleicht die allerletzte Möglichkeit jetzt für die Austria. Aber diese Möglichkeit gibt es nicht. Wieder geht die Fahne rauf. Einmal ja schon zu Unrecht in diesem Spiel, als Roland Linz eine Riesenchance genommen wurde. Andreas Fellinger. Ja, hatte hier wohl recht. Dennoch wird ein bitterer Beigeschmack bleiben für das Schiedsrichtergespann aufgrund dieser Entscheidung gegen Roland Linz. Aber noch bitterer für die Austria, dass sie auch das zweite Heimderby in dieser Saison verliert, weil der Goalgetter erneut zugeschlagen hat und natürlich jetzt im Fokus steht. Sandy Salihi hat nicht nur Saison-Tor Nummer 13 gemacht, nein, er hat schon wieder das entscheidende Tor im Derby hier in diesem Stadion erzielt. Emir Dilawa und seine Kollegen sind bedient. Rapid feiert den zweiten Erfolg in Serie gegen eine top-platzierte Mannschaft. Und ein Derby-Erfolg, der ist ja nicht mehr drei Punkte wert, sondern jede Menge an Prestige. Kann man kaum in Worte kleiden, was das jetzt für ein Gefühl sein muss für die so gebeutelte Rapid-Mannschaft in dieser Saison. Sie haben sich den Sieg aber irgendwie verdient durch eine starke Defensivleistung und in der zweiten Hälfte durch auch eine gute offensive Vorstellung. Janusovic hat zu wenig beitragen können in Hälfte 2 zum Erfolg. Auch ein Beispiel dafür, dass es die Offensivakteure der Wiener Austria, die Kreativspieler, heute zum einen nicht leicht hatten, zum anderen ihr großes Potenzial nicht abrufen konnten. Emir Dilawa, er hat heute von Anfang an gespielt, hat nicht schlecht gespielt, war aber irgendwie auch beteiligt am Gegentor. Jetzt im Gespräch mit Jörg Kühne. Ja, sein erstes Derby, das über 90 Minuten, das auf einer ganz entscheidenden Position Emir Dilawa. Erzählen Sie mir alles darüber. Ja, ist natürlich super gewesen, dass ich einmal von Anfang an spielen durfte. Aber leider sehr bitter verloren. Das Tor aus einer Standardsituation. Genug Chancen haben wir gehabt, aber leider nicht reingehaut und am Schluss verlieren wir die Partie 1-0, sehr bitter. Auch bitter wegen einer Standardsituation, die Sie herbeigeführt haben. Wie bitter für Sie, trotz einer sonst tadellosen Leistung? Ja, ist natürlich sehr bitter für mich. Mein erstes Match und dann die Standardsituation rausgeholt, aber ja, kann auch passieren. Ich meine, müssen wir trotzdem, das Tor dürfen wir nicht kriegen und die Tore vorne müssen wir auch machen. Also, aber ja, sehr bitter. Ich kann einfach nichts dazu sagen. Ich bin sehr, sehr erfreut, dass ich spielen durfte, aber die Niederlage war wirklich sehr schade. Dann erzählen Sie mir über die Stunden davor. Sie werden wohl gestern Abend erfahren haben, Sie werden spielen. Wie nervös waren Sie denn heute schon den ganzen Tag im Vorfeld dieses Derbys? Ja, nervös war ich nicht. Die Trainer haben mich sehr, sehr gut beruhigt und die Mitspieler. Und es war eigentlich sehr locker für mich, halt zum Reinkommen die ersten paar Pässe ruhig gespielt und dann ist eh gegangen. Aber wie gesagt, wenn man das dann verliert, so, dann ist es sehr bitter. Dann kann man sich auch darüber nicht freuen, dass man gespielt hat im Derby. Ja, tief enttäuscht natürlich Emir Dilawa, aber ich bin mir sicher, er wird noch seine Chancen bekommen. Er ist ein weiteres großes Talent, das der österreichische Fußball zur Verfügung hat. Freuen tun sich aber andere. Steffen Hofmann hat sich auch schon seines Trikots entledigt. Kulowitz, der einen souveränen defensiven Staubsauger heute hier angeboten hat, der, wenn er gebraucht wird, zumeist auch konstante Leistungen bietet. Hamdi Salihi, der wird sowieso aus dem Verein heute nicht mehr rauskommen, liebe Zuseher. Wir blicken auf die Zahlen dieser Begegnung. Und die zeigen uns, dass es auch von der Statistik her sehr ausgeglichen zugegangen ist. Dass Rapid in der zweiten Hälfte zugelegt hat in Sachen Torschüsse. Da wurde dann auch zielgenauer gearbeitet. Einer davon ist ja dann auch tatsächlich reingegangen. Jener von Hamdi Salihi. Es hat doch ein paar Fouls gegeben. Ein paar, die richtig hart waren, wie jenes von Markus Katzer zum Beispiel. Alles in allem hatte Schiedsrichter Harald Lechner aber bei seinem Debüt die Sache hier gut im Griff, liebe Zuseher. Das war's
Mal von mir natürlich noch lange nicht mit unserem Fußballabend. Jetzt geht es gleich weiter bei Martin Konrad, bei Andreas Herzog und bei Michael Konsel. Und es ist einmal mehr Hamdi Salihi, der Rapid zum Sieg schießt und wir sehen es hier, seinem Trainer wohl die nächsten ruhigen Tage in Wien-Hütteldorf bringen wird. Zurück mit unserem Experten, mit Andreas Herzog und Michael Konsel. Andi, wie gerechtfertigt der Sieg von Rapid dieses 1:0? Ja, es war ein total enges Spiel. Natürlich hätte es auch umgekehrt ausgehen können, aber es ist bei solchen Spitzenspielen oder bei so engen Spielen immer so, dass dann meistens eine Standardsituation entscheidend. Austria hat zweite Halbzeit auch einige Möglichkeiten gehabt. Für mich war die zweite Halbzeit viel, viel besser als die erste Halbzeit. Und für mich, auch wenn in letzter Zeit viel kritisiert worden ist, für mich war das Entscheidende eben, dass der Trainer, der Peter Backl, die spielentscheidende Situation war für mich, dass er eben den Steffen Hoffmann von der Seite in die Mitte reingezogen hat. Ab dem Zeitpunkt war er im zentralen Mittelfeld Rapid mindestens ebenbürtig, wenn nicht sogar ein bisschen besser. Viel ballsicherer, jeder Angriff nach vorne. Hat man damit rechnen können, dass vielleicht was Entscheidendes passiert. Nichts jetzt gegen die Leistung von Boris Prokopetz, aber der Steffen ist halt schon eine andere Erscheinung, auch wenn das da jetzt durch irgendeine Standardsituation war. Aber können wir uns gleich vom ansehen? Spiel her ja. War dann Rapid viel, viel stärker als zuvor. Ja, diese Standardsituation, dieses Tor, das dann nach einem Freistoß von Steffen Hoffmann gefallen ist, da war zunächst die Aktion Diller war gegen Hoffmann. Nicht viel, aber eben ungeschickt, weil er mit dem Unterarm auch arbeitet. Und dann Michael Konsel, Sonnleitner per Kopf, Lindner ist da noch dran und Salihi ist eben dort, wo er immer steht, wenn er gebraucht wird. Es war kein Abseits und wie unangenehm ist es vor allem auch für einen Torhüter, so ein hoher Ball direkt vor ihm. Ganz unangenehm diese Bälle, also man sieht ja da Son Leitner irritiert den Lindner da erheblich. Es hätte schon Son Leitner das Tor machen können. Er erwischt ihn glaube ich gar nicht und deswegen er kann gerade noch reagieren, schaut natürlich furchtbar schlimm aus, aber wenn einer so nah, ich glaube, fast 3 Meter vor Lindner war da so ein Leitner, dann wird es schwer, dann kann man einfach nur mehr reagieren. Sicher, wenn es irgendwie geht, sollte man seitlich wegschlagen, aber da kann man eben nicht viel Vorwurf machen, das war unheimlich schwer. Es gab viele Möglichkeiten auf beiden Seiten, durch Jun zum Beispiel bei der Austria, aber auch bei Rapid, dann nochmal Salih. Eine Szene wollen wir uns noch ansehen, die auch hier für etwas lautere Stimmung gesorgt hat. Da war Sonnleitner auch beteiligt, der macht hier nämlich diesen Abspielfehler. Und dann ist es Parasit, der das sehr schnell übernasert und dann Helge Peier. Wir sehen, macht das zunächst sehr klug und dann ist allerdings auch noch mit der Hand dran. Ist die Entscheidung von Schiedsrichter Lechner, dass es hier kein absichtliches Hand war und weiterspielen die richtige? Ich glaube, es ist in Ordnung. Er will in keinster Weise den Ball mit der Hand da berühren. Er schaut gar nicht an. Ja, er erwischt den Ball, steht auf und erwischt unglücklich den Ball. Also ich glaube, da hat er sehr gut entschieden bei dieser Aktion. Ja, und wir müssen auch festhalten, es wäre natürlich kein Torraub gewesen, sondern maximal gelb und vor allem dann nur Freistoß für die Austria. Wir machen den Blick auf die Tabelle und was sehen wir da? Die ersten 5 Teams sind durch 5 Punkte getrennt und es ist tatsächlich das eingetreten, was gestern wohl in Graz sich niemand so richtig vorstellen konnte. Sturm ist mit dem 1:0 Sieg gegen Wiener Neustadt Tabellenführer, weil ihm die Austria verloren hat und weil Ried gegen Salzburg auch unentschieden gespielt haben. Aber wir sehen Rapid auf Platz 5. Andi ist jetzt wohl wieder voll im Titelkampf mit dabei. Das wollte ich gerade sagen. Bis auf die Rapid-Fans hat sicherlich gestern niemand gerechnet, dass ab heute Rapid auch wieder Meisterinnen ist. Nächstes Heimspiel gegen LASK, da brennt die Hütte ab der ersten Minute. Da werden die Fans auch wieder wie eine Eins hinter der Mannschaft stehen. Die Austria muss nach Salzburg. Also es ist alles wieder offen. Herr Präsident, noch einmal Gratulation. Ist damit die sportliche Krise bei Rapid vorbei? Alle Probleme nicht mehr da? Also ich habe eigentlich nie von einer sportlichen Krise gesprochen. Ich lasse mich da auch nicht beeindrucken, wenn es irgendwelche Irritationen gibt. Fußball ist ein sehr emotionelles Spiel, ein sehr emotioneller Sport. Die Menschen reagieren unterschiedlich. Bedauerlicherweise ist es, dass man mitunter in Medien falsch zitiert wird, weil ich habe nie ein Ultimatum gestellt, weder an den Sportdirektor noch an den Trainer. Sondern ich sehe es als meine Aufgabe, solange das Saisonziel stimmt und das Saisonziel des SK Rapid war, Erreichung eines Platzes, das uns für einen europäischen Bewerb qualifiziert, solange wir auf dem Weg sind und auf dem Weg sind wir, sehe ich überhaupt keine Veranlassung, irgendwelche Maßnahmen zu setzen, auch dann, wenn sich das vielleicht der eine oder andere wünscht. Also Sie sprechen einen Kurierartikel an, da hieß es Ultimatum an Packhult und Hördnagel von Rapid-Präsident Edlinger.
War übrigens kein Zitat, sondern offensichtlich eine Interpretation. Ja, des eine falsche, ja, eine völlig falsche Interpretation, denn jeder, der mich kennt, weiß, dass ich keine Ultimaten stelle, sondern sehr klar immer zum Ausdruck bringe, was ich mir denke. Und daher stimmt diese Interpretation absolut überhaupt nicht, sondern sowohl Peter Backholt als auch Ali Hörtnagel genießen mein Vertrauen. Wobei der Alexander Huber ist ein sehr korrekter Journalist, den kennen wir alle als Kollegen, der immer auch sehr korrekt zitiert. Und Sie werden da zitiert in dem Artikel mit Ihrer Aussage, ich stehe hinter der sportlichen Leitung, aber es kommt auf die nächsten Spiele an, wie es weitergeht. Ja, selbstverständlich, auf die nächsten Spiele. Also, könnte man schon sagen, dass es ein... Naja, also Entschuldigung, wenn man ein Saisonziel nicht erreicht, dann muss man unter Umständen denken, aber nämlich nachdenken über manche Dinge. Aber das war zu dieser Zeit überhaupt nicht gegeben. Das war halt so ein Was-wäre-wenn-Interview, die ich ohnehin nicht liebe. Was wäre, wenn dieses und jenes passiert? Das sind ja sehr häufig sehr Fragen, die von der Journalistik kommen und die ich absolut überhaupt nicht gerne habe. Denn mich können Sie tagless was fragen und ich werde Ihnen tagless antworten. Gut, aber es ist jetzt so ähnlich, wie wenn Sie in einem italienischen Restaurant Nudeln mit Fleischsoße bestellen und sich dann wundern, dass Sie Spaghetti Bolognese bekommen, oder? Na, so sehe ich das nicht, aber Spaghetti esse ich sehr gerne. Ich esse auch gerne Nudeln mit Fleisch, also daher ist das für mich das Gleiche. Aber ich hätte gerne, wenn ich etwas sage einem Journalisten, und das wäre dann auch korrekt, dass ich auch korrekt zitiert werde und nicht interpretiert. Denn in der Interpretation liegt ganz einfach auch dann die Fehlmeinung, die andere von einer Situation haben. Diese Saison war für uns nicht leicht. Wir waren mit großem Verletzungspech zu kämpfen, das dürfen wir nicht vergessen. Steffen Hoffmann, der voriges Jahr der Torschützenkönig war, hat die halbe Saison durch eine sehr schlimme Verletzung gefehlt. Er ist noch immer nicht der Alte, aber ich bin sehr optimistisch. Er wird vom Spiel zu Spiel nach meinem Dafürhalten besser. Wir sind immer wieder von Verletzungen betroffen. Wir haben ja den Holländer nicht gekauft, damit er verletzt ist. Das ist halt der Pech. Und jetzt trifft uns das auch noch mit dem Wele Kavlak und dem René Gartler. So eine sehr glückliche Saison ist das für uns nicht. Und insofern freue ich mich sehr, erstens, und da möchte ich den Spielern vor natürlich auch dem Trainer sehr gratulieren, wie die Mannschaft eingestellt war und wie sie heute gespielt hat. Denn jetzt leben ja faktisch alle Chancen, denn wir sind jetzt, glaube ich, zwei Punkte hinter dem Dritten. Der Dritte ist der Europacup-Platz. Ja. Fünf Punkte hinter Sturm Graz, muss man ja sagen, die sind ja Tabellenführer. Also fünf Punkte hinter dem Tabellenführer. Unsere Chancen leben und da freue ich mich natürlich sehr. Und jeder der Rapid-Fans wird sich darüber auch freuen. Ja, und Sie sehen, bei uns werden Sie nicht interpretiert, sondern Sie können live bei uns sagen. Das ist ja schwer, weil da rede ich ja, da hört man mich ja. Genau so ist es. Ja. Walter Schachner, 1:0 Auswärtssieg für Rapid im Wiener Derby. Hätten Sie damit gerechnet? Na ja, klarer Favorit war vor dem Spiel sicher die Wiener Austria, nach den letzten Leistungen, die ja wirklich einen tollen Fußball spielen momentan in Österreich. Aber die erste Halbzeit, glaube ich, war ausgeglichen, wenig Torchancen und Rapid hat sich sehr gut eingestellt, muss ich sagen. So wie man spielen muss gegen einen Favoriten. Und zweite Halbzeit hat Rapid wirklich besser gespielt, mehr Torchancen, die Austria unter Druck gebracht und der Sieg geht hundertprozentig in Ordnung. Toni Hemmer, welchen Stellenwert hat dieser Sieg für Rapid, auch wenn der Präsident keine Krise gesehen haben will? Natürlich ein extrem wichtiger Sieg. Da brauchen wir, glaube ich, nicht groß herumdiskutieren. Also von meiner Seite her zumindest nicht. Wir sitzen jetzt da, der Rudi Edlinger sitzt da und ist jetzt nur mehr 5 Punkte hinten. Wäre es eine Niederlage gewesen, dann hätte man von 11 Punkten gesprochen. Und dann wäre natürlich auch die Zielsetzung, die er schon angesprochen hat. Was wäre, wenn? Genau. Es ist nicht. Dann wäre die Situation natürlich eine ganz andere gewesen. Die Zielsetzung wäre wieder in Gefahr gewesen. Und natürlich wird das viele, viele Leute beim Verein jetzt entspannen, ob Trainer, Sportdirektor, Spieler und alle, die beim Verein dabei sind, die Fans natürlich genauso. Ja, aber die Situation ist eben jetzt so, dass Rapid das Derby gewonnen hat und Michael Gigerl berichtet für Sie jetzt über den 1:0 Auswärtssieg der Rapidler in der Generali Arena bei der Austria. Erwartungsfrohe Haltung und knisternde Atmosphäre vor diesem dritten Wiener Saisonderby, die Generali Arena mit 13.200 Besuchern, knacke voll. Und die Gastgeber verzeichnen auch den besseren Auftakt. 4 Minuten gespielt, Thomas Jun für Roland Linz und er versucht selbst, übersieht Parasit in der Mitte. Kein Problem für Helge Payer.
Hohe Intensität von Beginn an, aber wenig spielerische Highlights. Im Gegenteil, nach einer halben Stunde diese brutale Aktion von Katzer gegen Dilawa. Der sieht dafür gelb, wohl eine dunkelgelbe Karte, dennoch mit Konsequenzen. Es war seine fünfte, er fehlt damit gegen den LASK. Dilawa konnte Gott sei Dank weitermachen. Insgesamt die Austria optisch überlegen, aber nur selten zwingend. Junuzovic mit der nächsten Möglichkeit. Da war bereits eine gute halbe Stunde gespielt. Helge Payer erneut zur Stelle. Zwei Minuten vor der Pause dann erstmals Rapid, aber dann gleich mit der besten Möglichkeit in Durchgang 1. Yasin Pelivan, starker Antritt. Niemand attackiert richtig und dennoch vergibt er. Alles gut, alles richtig gemacht, alles nur im Abschluss mangelhaft. Jun und Suttner werden dazu Statisten degradiert. Pelivan verfehlt um Zentimeter. Zur Pause ein 0:0. Die Austria optisch überlegen, aber Rapid eben mit der besten Möglichkeit. Zwei Minuten nach Wiederbeginn, dann die Wiener Austria mit der Möglichkeit nach diesem Freistoß Thomas Jun. Die Anspannung auch bei Trainer Karl Daxbacher spürbar, sichtbar. Und er sieht dann eine sehr enge Situation. Marc Reiter für Roland Linz. Die Fahne ist oben. Nichts mit der Großchance für Roland Linz. Und das war richtig gesehen von Andreas Fellinger, vom Assistenten. Ganz knapp, aber eben doch abseits. Linz um den Tick vorne. Gut gesehen, wie gesagt, vom Assistenten Andreas Fellinger. Nach einer Stunde dann die erste Ecke überhaupt erst im Spiel für die Wiener Austria. Und Emir Dilawa, der zum ersten Mal in der Startformation bei der Wiener Austria steht, mit der Möglichkeit und verhindert hat den Treffer einer, der bei Rapid erstmals in der Startformation steht, nämlich Michael Schimpelsberger. Die Partie nimmt dann aber an Fahrt auf und an Attraktivität zu. Rapid wird stärker. Hofmann für Hamdi Salihi. Große Möglichkeit. Bisher sind weder Hofmann noch Salihi groß in Erscheinung getreten und hier beinahe das 1:0 für Rapid. Auf der anderen Seite dieser Schnitzer, dieser Bock von Mario Sonnleitner. Parasit gedankenschnell, aber Helge Payer reaktionsschnell und dann mit Glück. Schiedsrichter Harald Lechner erkennt kein absichtliches Handspiel und hat damit wohl recht. Eine natürliche Bewegung des Rapid-Torhüters, der hier eine große Möglichkeit verhindert. Dann Freistoß für die Hütteldorfer. Interessante Variante. Drazan für Katzer und Heinz Lindner. Erstmals tatsächlich wirklich geprüft. Aber Rapid wird stärker. 72. Minute. Wieder Freistoß Hofmann, Sonnleitner und dann Hamdi Salihi. Das 1:0 für Rapid, ein typisches Salihi-Tor. Wenn es was zu erben gibt, ist der Albaner zur Stelle. Es war kein Abseits, ein korrekter Treffer. Sonnleitner, der natürlich Lindner irritiert. Der Austria-Goalie macht keine allzu glückliche Figur. Vorwurf ist ihm dennoch wahrscheinlich keiner zu machen. Und Salihi staubt ab, wie schon im ersten Saisonduell hier am Verteilerkreis, trifft wieder der Albaner. Die Austria macht auf und deshalb Konterchancen für Rapid. Salihi mit der Möglichkeit, hier das 2:0 zu erzielen. Nur eine Minute später auf der anderen Seite. Einwurf von Florian Klein und plötzlich die Riesenmöglichkeit für Thomas Jun, hier den Ausgleich zu erzielen. Kulowitz kommt per Kopf nicht richtig ran. Es war die letzte große Gelegenheit in diesem Spiel. Es bleibt beim 1:0 für Rapid. Eine enge Partie, aber das bessere Ende für die Grün-Weißen. Die erste Niederlage in diesem Frühjahr für die Wiener Austria. Rapid gewinnt damit auch das zweite Saisonduell beim Erzrivalen. Matchwinner war, wie schon letzte Woche im Spiel gegen Ried, wie schon im letzten Derby hier in der Generali Arena, Hamdi Salihi, und der steht jetzt bei Jörg Kühne. Ja, der Matchwinner vor einer Woche gegen Ried, der Matchwinner heute Abend im Derby, Hamdi Salihi. Warum war es Ihre Woche? Ja, war wirklich eine super Woche. Aber ja, normal, ich habe ganze Jahr vom ersten Tag, jeden Tag im Training gearbeitet. Und vom Gott mit bisschen Glück, aber ich muss sagen, meine Woche und für Mannschaft eine wichtige Woche. Auch weil Sie zuvor so lange auf der Bank waren? Okay, ja, wir sind Spieler, wie man muss auch auf der Bank bleiben. Aber wichtig ist, wenn er im Platz ist, 100% gibt und ja, die Beste für mich macht. Wie fühlen Sie sich denn jetzt? Ja, ist super.
Ich kann nichts über die Worte erklären, aber es ist ein ganz eine super Emotion. Ich muss nur probieren. 5 Punkte Rückstand auf die Austria, auf Sturm. Was sind schon 5 Punkte? Ja, Rapid war immer dabei, auch wenn wir mehr Punkte haben. Wir haben nichts Selbstvertrauen verloren und wir waren immer hier jetzt. Wir sind 5 Punkte, aber heute war nur eine Partie. Wir müssen nächste Woche wieder konzentrieren und über unser Spiel denken. Haben Sie gesagt, Rapid war immer dabei? Rapid war immer dabei, ja. Du musst die Gegner fragen. Rapid ist immer hier und ist immer dabei. Dankeschön. Ja, Hamdi Salihi lässt die Rapid-Fans also jubeln.